Hallo ihr Lieben, ich mache heute falschen Hasen im Blätterteich und für für das Hack brauche ich ein altes Brötchen, was ich in Wasser dann eingeweicht habe, das steht noch auf der Seite. Dann brauche ich 4 gekochte Eier. Hier liegt eins. Ich habe jetzt hier ja, eine gute Handvoll Schnittlauch. Dann brauche ich Senf, Salz, Pfeffer, 2 Eier und 1,5 Kilo Gehacktes. Ich gehe jetzt hin, nehme mir jetzt hier so eine Schüssel, gebe mir dann mein Gehacktes da rein. Ich habe jetzt Handschuhe angezogen, weil ich mag das nicht, wenn mir das so unter den Nägeln klebt. Ich finde das irgendwie. Bah. So, jetzt habe ich hier das Gehackte. Jetzt muss ich mal eben einmal das Ei, ach das Ei, das Brötchen ausbringen. Wie ihr hört, Elvis ist mit am Start. Der erzählt. Zack, das gebe ich jetzt da rein, wie der Tag heute so ist. So, das Brötchen. Schick. So, dann haben wir das. Dann gebe ich den Schnittlauch hier rein. Zack. Brötchen haben wir, das haben wir, das haben wir. Die Eier, wo haben wir sie? Hier. Eins. Zwei. Sieht ja lecker aus. Und dann, hoppala, 4 Esslöffel Senf. Eins. Zwei. Drei und Nummer 4. Ja, und dann Pfeffer, Salz. Da müsst ihr dann abschmecken. Wie viel? Ich gebe erstmal mit rein und würze lieber nochmal nach. Zack. So, und das vermenge ich dann einmal. So, wie gesagt, das vermenge ich jetzt noch ein bisschen und ja, dann geht es gleich weiter. So, jetzt habe ich hier ein Stück Fleisch, wollte ich schon sagen, gehacktes. Da lege ich jetzt hier drauf und drücke das jetzt hier breit. Dann lege ich die Eier mit so da rein. Mit so da rein. Das hört sich auch gut an. So. Den Rest, den lege ich da drüber.
ist schon ein bisschen. Sieht ungewöhnlich aus. Müssen wir mal gucken. Das dann schön zumachen. Dass das so ein richtig schöner, großer Hackklops ist. Das Licht, das dreht sich. Irgendwie. So. Eier sind verpackt. Den muss ich jetzt bei 200 Grad Ober- und Unterhitze circa eine Stunde garen und dann hole ich euch wieder zurück. So, da liegt schon der Braten. Der hat jetzt etwas über eine Stunde, also eine Stunde, 10 Minuten, so hat der im Ofen gelegen. Hier habe ich jetzt 2 Eigelb und 3 Esslöffel Wasser. Das verquirle ich jetzt einmal und stelle das an die Seite. Dann brauchen wir noch 400 Gramm Frischkäse. Mal gucken jetzt. 400 Gramm Frischkäse. Zack, zack, zack. So, dann kommt da ein Ei rein. Ein Ei. Und 4 Esslöffel Paniermehl. Welches Wölbchen? Geht mal hier was rein. 1, 2, 3, sind sogar 4. So, das einmal vermengen. Dann habe ich schon 2 Pakete Blätterteig vor 10 Minuten, Viertelstunde aus dem Kühlschrank geholt. Die brauchen wir auch gleich. So. Zack. Dann gehen wir gleich einmal rüber und machen weiter. So, jetzt habe ich hier den Blätterteig. Ich brauche ein bisschen mehr. Also muss ich den Blätterteig ein bisschen ausrollen. So. Zack. Upsala. Na, will nicht so richtig. So, jetzt einmal. Jetzt werde ich den hier einmal. Zieh das mal ab, bitte immer. Hinlegen. Einmal. Flicken mal ab. Und 2-mal so übereinander legen. Dann ausrollen. Opa, Entschuldigung. Für Verziehen und Zerren. Ich glaube, das geht ein bisschen besser. Ja, ja, ja.
So. Ich sag mal, das. Ich hab den Hackklotz da, den falschen Hasen, habe ich schön auskühlen lassen. Jetzt überlege ich gerade, jetzt muss. Jetzt sehen wir hier was von der Creme. Ich sag jetzt mal Creme. Und streiche das jetzt hier so auf. Da gehen wir hin und legen den Klops da drauf. Zack. Wie groß ist der so? Ja. Nehmen wir hier noch was. So. So, da legen wir jetzt dann den ausgekühlten Klops drauf. So. Und der Rest der Creme kommt jetzt hier oben drauf. Emma, kannst du mir bitte einen großen Löffel holen? Mama? Nee, du sollst mir bitte einen großen Löffel holen und jetzt nicht diskutieren hier. Ganz groß. Dankeschön. Nee, nimm den anderen Stuhl. Du haust das gegen die Kamera. Und dann wird allen schwindelig. So, damit schmier ich den jetzt ein. So. Schmier ich den Rest hier ab. Dann lege ich das einmal hier hoch. Pack den schön ein. Und lege das hier einmal drüber. Und dann kommt er aus Backblech. Komm her, mein großer Freund. Zack. So, aus Backblech. Den Ofen, den habe ich jetzt wieder auf 200 Grad Ober- und Unterhitze eingeheizt. Und jetzt muss ich noch das Ei holen. So, jetzt wird er noch hier mit der Eimasse bestrichen. Jetzt könnte man noch hingehen, wenn man vorher ein Stück von dem Blätterteig abgeschnitten hat und da zum Beispiel Figuren, so wie macht man ja zu Silvester schon mal so Kleeblätter oder so. Gerade welche Förmchen man hat oder für was man das macht und die dann beispielsweise jetzt ankleben, das würde dann auch schön aussehen, aber das brauchen wir jetzt nicht machen. Das ist jetzt nur für uns und da reicht das. So, den gebe ich jetzt in den Ofen bei 200 Grad oder Umluft 175 Grad. Und schiebe das in den Ofen für circa 25 bis 30 Minuten. So, dazu wird jetzt noch ein Schmand-Dip gemacht. Dafür brauchen wir 400 Gramm Schmand.
Salz und Pfeffer und Paprika edelsüß und wer mag noch Chili-Pulver. Man kann das mit Petersilie garnieren, aber ich habe hier jetzt schon mal ein bisschen Schnittlauch reingeschnibbelt. Der wächst ja bei uns fleißig im Garten, da möchte ich den natürlich auch nutzen. Dafür ist er ja da. Jetzt gebe ich den Schmand hier erstmal rein. So, zack, zack. Pfeffer, Salz müsst ihr natürlich immer ein bisschen abschmecken. Ich mache mal erst ein bisschen weniger dran. Weil nachwürzen kann man immer noch, weil wenn versalzen oder so, dann ist es schlecht. Ups, alle, falsche Seite. So, das verrühre ich jetzt einmal und warte dann auf den fertigen falschen Hase im Blätterteig oder Blätterteigmantel, wie auch immer. So sieht das dann aus. Das wird dann so angerichtet. Gut, das war unser Mittagessen heute. Das wollte ich euch einmal zeigen. Vielleicht habt ihr Lust, das einmal nachzumachen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und im Anschluss hänge ich noch ein Bild dran, wie der falsche Hase aussah. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!